So, hallo zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Recht herzlich willkommen bei den Stretchy Animals. Ihr wisst, es gibt 16 Dinos zum Sammeln. Ich falte das hier mal auf. Hier seht ihr 8 Dinosaurier, nämlich den T-Rex, Parasaurolophus, Pterodactyl, Mosasaurus, Stegosaurus, Triceratops, Brachiosaurus und Velociraptor. Ja, das sind 8, die es tatsächlich zum Sammeln gibt, aber es gibt diese 8 auch noch in einer anderen Variante, nämlich Color Change. Wir finden hier den Velociraptor, kalte Temperatur, warme Temperatur. Wir haben den Mosasaurus, wechselt ebenfalls die Farbe, genauso wie der Parasaurolophus und der Pterodactyl. Dann haben wir hier noch Glow in the Dark und hier haben wir den Stegosaurus, den Triceratops und den Brachiosaurus. Und als ob es nicht reicht, gibt es ja auch noch den super raren Golden Effect und Glow in the Dark T-Rex, der hier rot und gold kommt. Boah, guck dir das an, pfeift dir das rein. Allerdings wurden wir im letzten Video ernüchtert, denn der Tyrannosaurus sieht nicht aus, wie er hier aussieht oder hier. Nein, er ist ein bisschen einfacher gemacht. Ja, hat nicht so eine spektakuläre Pose, hat auch nicht so eine spektakuläre Form, sondern ist wesentlich einfacher. Wie auch immer, ich bin gespannt. 4 haben wir bisher gefunden, nämlich Stegosaurus, Triceratops, T-Rex und Pterodactyl. Das heißt, Parasaurolophus, Mosasaurus, Brachio und Velociraptor fehlt mir noch. Bin sehr gespannt, ob ich wenigstens die 8 hier aus den Tüten rauskriege. Die Color Change Geschichten und Glow in the Dark, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das Special hier wäre natürlich der absolute Oberwahnsinn, ist ja klar, ne? Mal schauen, ob wir hier noch irgendwie was von finden. Und dann gibt es hier auch noch Karten mit dabei. Hier ist ein Spiel, was ihr zu zweit spielen könnt. Die Schlacht der Dinosaurier. Und das hier ist die Anleitung. Wenn ihr es nicht lesen könnt, einfach kurz das Video pausieren. Ich zeige es euch aber auch schon in Teil 1. Ne? Falls ihr das noch nicht angeschaut habt, guckt da unbedingt rein. Dann seht ihr auch die ersten Figuren. So, ich habe hier die nächste Tüte. Und ja, es fühlt sich dicker an wie der Pterodactyl. Und nicht ganz so dick wie andere Figuren, die wir hier schon rausgeholt haben. Also, ich werde es hier wieder aufschneiden. Ihr könnt es natürlich hier oben einreißen. Ja, überhaupt kein Problem. Aber ich mag die Tüten. Ich schneide es immer an der Seite auf. Ihr wisst es, ich bin nicht so der Aufreiß- und Wegschmeiß-Typ, ne? Also, als erstes holen wir hier mal den Falz-Prospekt raus. Der ist auch in jedem Tütchen mit drin. Dann die Karte. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Was haben wir hier drin? Wir haben den Velociraptor. Du liebe Zeit. Ja, wie geil ist das denn? Ja, und da bin ich halt wirklich extrem gespannt, wie sie den hier umgesetzt haben. Also ich glaube nicht, dass er so aussieht. Ja, sonst könnte er auch gar nicht stehen. Ich meine, stehen können die Gummiviecher eh nicht, ja. Aber ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Denn die Form wäre natürlich absolute Megabombe, ne? So, hier seht ihr auch die Werte vom Velociraptor. Auf der Rückseite ist nichts drauf. Schade, dass sie die Karten nicht ein bisschen dicker gemacht haben, ne? Aber ist cool. Sehr schöne Abbildung. Und die Werte. Jetzt sind wir gespannt, Leute. Wie sieht der Velociraptor aus? Ich hole ihn raus. Und hohoho. Ja, aber komm. Der ist nicht schlecht, ne? Es ist jetzt nicht unbedingt genau diese Figur. Aber der ist schon mal nicht schlecht, ja? Ich könnte euch jetzt sagen, von welcher Figur der her inspiriert ist, ne? Ich denke mal, ihr wisst es auch. Aber ja, saumäßig cool. Der kann natürlich 0,0 stehen. Plöpp, ja, der muss umfallen, ne? Da sind die Beine viel zu lang, als dass der auch nur ansatzweise stehen könnte, ne? Aber sieht, komm, der ist klasse. Also der gefällt mir richtig gut. Ich werde am Ende, wenn alle von den Viechern hier ausgepackt sind, ein extra Video machen, wo wir gucken, was die Farbe wechselt und was im Dunkeln leuchtet. Ne? Sind wieder gefüllt mit so Sandzeug. Ne? Hier kann ich ihn auch ein bisschen zusammendrücken, damit er nicht ganz so dick aussieht. Ne? Dann wird es ein bisschen besser. Und ja, Grundfarbe ist blau und er hat solche braune Streifen. Also das ist gar nicht so verkehrt. Das hier ist der Kopf. Der ist ein bisschen kurz geworden. Der Körper ist ein bisschen zu massig für den Kopf. Ne? Ihr wisst es.
Aber ja, komm, ist schon cool. Die Augen wieder gelb mit einer schwarzen, schmalen Pupille. Auf der Seite genauso. Ach, sieht klasse aus, ne? Super, wie die beweglich sind. Riech ich hier was zum Fressen? Tja, also, die Zunge haben sie ja rot gemacht. Es steht hier sogar ein bisschen aus dem Maul, was mir gut gefällt. Haut zwischen Ober- und Unterkiefer haben sie nicht bemalt. Dafür die Zähne, die sind ein bisschen kurz geworden. Ja, die hätten länger sein müssen. Aber komm, das ist cool, das ist klasse. Dann auch die Kopfform an für sich ist nett. Der Knochen über Auge bis vor zur Schnauze ist nicht schlecht. Die Membranhaut kann man hier sehen. Oh, die Augen sitzen da, wo sie sitzen sollen. Das ist schon mal sehr gut. Hier nette Falten am Hals. Die Kehlwamme kann man sehen. Ne? Schade, dass sie den Viechern überhaupt keine Schuppen skulpturiert haben, sondern es ist halt alles eine Hautstruktur. Ja. So gesehen fangen die Arme zu weit oben an, sind viel zu kräftig, ja, viel zu brachial. Wir sehen hier drei Finger mit entsprechenden Klauen dran. Ne? Hier ist ein tolles, stretchiges Gummi. Was mir wirklich auch alles gut gefällt. Und ihr seht hier sogar so ganz lange Adern, die sich hier über den Hals ziehen, ne? Und dann auch noch die Querfalten. Ja, sehr cool. Wie schon gesagt, die Arme sind zu dick oben. Die Klauen sind nett. Die Krallen kann man ja auch ein bisschen sehen. Die Schenkel sind schön, ja, muskulös gearbeitet. Nicht zu dick, aber ist schon absolut okay. Und wir haben hier auch noch eine Sichelkralle, die ein bisschen hoch steht. Seht ihr das? Cool, hinten auch noch eine Afterklaue, das ist schon absolut okay. Also, komm, das kann man doch angucken. Also, das ist besser, als ich gedacht habe. Schambein haben sie auch nicht vergessen. Aber wie schon gesagt, ihr findet hier jetzt nichts mehr irgendwie an Schuppen oder sonst was. Ist arschglattes Ding mit ein paar Falten. Aber ist cool, das ist schon cool, wenn man den hier so sieht. Ich versuche die mal irgendwie zum Schluss aufzustellen, die ganzen Dinos, weil eigentlich kann keiner stehen. Warte mal, wenn ich den hier irgendwie draufsetze, dann, ja, so geht's doch. Komm, also, der hüpft hier gerade durch die Luft. Guckt er das an? Ist ja gar nicht so schlecht. Aber dann seht ihr wenigstens mal, wie das Ding hier aussieht, ne? Von der Form her. Also, ich muss sagen, für so eine 3,99 Figur, das kosten nämlich die Tüten, ist es nicht schlecht. Ihr kriegt hier eine schöne Größe, ist sehr gut mit diesem Sand gefüllt, also fühlt sich komplett dicht gefüllt an. Ja, also keine laschen Stellen. Toll zum Stretchen, wenn ihr das wollt. Ich will das jetzt hier nicht unnötig strapazieren. Die Bemalung ist einfach, aber sitzt. Also ich finde die Streifen hier, das ist schon absolut klasse. Auch wie das hier übers Auge mehr oder weniger geht, ne? Und hier am Hals, Querstreifen, das gefällt mir alles recht gut. Also die Serie ist klasse. Gefällt mir bis jetzt wirklich super. Beim T-Rex musste ich ein paar Abzüge in der B-Note machen, ne? Denn ja, das ist halt kein T-Rex, was die hier reingepackt haben. Moment. Rexy, wo ist er? Hier ist er, ne? Ja, guckt euch den Dez an, der Kopf, das ist doch kein T-Rex. Wisst ihr, was ich meine? So sieht es aus, ja. Und so sehen die zwei aus, wenn ich sie nebeneinander stelle, ne? Velociraptor ist klarer und ein bisschen kleiner, aber im Prinzip viel, viel, viel zu groß, ist ja auch klar, ne? Aber es sind klasse Figuren. Wirklich sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Wenn er so stehen würde, hättet ihr hier nämlich eine Höhe von nicht ganz 12 cm, aber fast. Ohne Länge. Wartet mal, ich messe das hier einfach mal so. Schwanz bis zum Kopf. Ja, 21 cm. Locker. Ne? Ist doch cool. Er ist ein bisschen breit, was das Kreuz angeht, viel zu breit, nicht nur ein bisschen. Ich sage ja, dadurch, dass wir es hier mit Sand zu tun haben, kann man es natürlich ein bisschen schmäler quetschen. Ja, dann ist aber die Wampe hier fast oval. Das sieht dann auch schon wieder scheiße aus. Ihr wisst, was ich meine. Aber ist eine sau coole Figur. Komm, ist zum Spielen, ist Spielzeug, macht Spaß, ist ein cooles Gummi, toll gefüllt und kannst du noch mal sagen, für Allergiker, die Dinger stinken null. Sie riechen ganz leicht nach Gummimaterial, aber es ist kein Gestank. Da ist es weit davon weg, okay? Ist super. So, komm, ich packe noch eine zweite Tüte aus, wie immer. So, und jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier drin haben. Ich kann es euch. Oder? Ja, es ist tonnedünn. Es ist hinten. Oh, da könnte, da könnte, da könnte. Da könnte.
Entweder Parasaurolophus oder der Brachio drin. Wobei Brachio ist. Nee, nee. Ja, obwohl. Ich glaube, da ist der Brachio drin, ne? Die Figuren sehen ja nicht zu 100% so aus, wie sie abgebildet sind, ja? Also wenn der Hals ein bisschen kürzer ist, dann haben wir hier ein Brachio drin. Ja, komm. So, ich habe die Tüte aufgeschnitten. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Ich hole erst den ganzen Inhalt raus. Hier haben wir die Karte. Ja, komm, Brachiosaurus. Wie geil, ich habe den Brachiosaurus. Das heißt, es fehlt noch der Mosasaur und der Parasaurolophus. Dann hätte ich alle. Das wäre ja nur geil. Also, so sieht's aus, der Brachiosaurus. Das hier sind seine Werte. Und dann natürlich auch wieder die Checkliste mit drin. Ist ja klar. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. Und hier kommt er. Hier kommt er. Wow! Leute! Ja, das ist ja... Boah, guck dir mal die Bemalung an. Waldorf-Kindergarten, Junge. Das ist ja der Hammer. Gibt's das überhaupt? Keine Ahnung. Aber der sieht gut aus, Mann. Der sieht gut aus. Junge! Kann er stehen? Eher nett, oder? Ah? Leute, der steht. Ich brech hier tot in Kartoffelacker. Guck dir das an, Junge. Ich habe hier eine Höhe von ein bisschen über 14 cm. Ne? Ist natürlich Gummi, wenn ich es entsprechend aufrichte. Geht es noch ein bisschen höher. Aber ich habe hier, ja komm, ein bisschen über 14. Ups. Und eine Länge von, so wie jetzt hier steht, 21 cm. Ja, wie geil ist das denn, Alter? So, hier, Velociraptor, guck dir das an. Maßstab können wir natürlich komplett vergessen, ja. Aber wie geil ist das denn? Also die Pose ist gar nicht mal so falsch. Mir gefällt auch die Stellung der Beine. Und dass das Ding steht, ist ja der Knaller. Junge, ne? Cool. Hier, Kopf. Ja, der freut sich auf jeden Fall, weil er hat Raubtieraugen, ne? Brachiosaurus mit Raubtieraugen ist großartig. Knuddeliger Kopf, die Zunge haben sie reingemalt, die Zähnchen haben sie bemalt. Eher unsauber wie sauber, ne? Hier vorne ist ganz übel. Dann haben sie hier das Horn oben, ja, auch in einem Braun bemalt, würde ich sagen, ne? Grundfarbe ist halt grün, der Rest in so einem rötlichen Braun. Und ja, so sieht's aus. Also das ist doch gar nicht mal so schlecht. Auch das Muster, was sie sich hier einfallen lassen. Ja, das ist alles, mein Nachbar hat ein Hobby, aber es ist nett gemacht. Also wer zieht denn schon Brachiosaurus mit so einer Bemalung aus einer Tüte? Ist doch klasse. Auch die Gliedmaßen, von der Länge her, von den Proportionen her, ist das gar nicht falsch. Super. Auch unten hier die Zehen einzeln zu sehen. Sehr schön, vor allem diese Kralle, die nach innen etwas länger absteht, ist auch klasse geworden. Hier, guck dir das an. Nicht schlecht, Herr Specht. Auch hier eine nette Hautstruktur. Also ist nicht einfach nur arschglatt, sondern man sieht hier schon ein bisschen was. Ne? Auch am Hals kann man das erkennen. Ist wirklich, wirklich nett, das Ganze. Also ich bin so positiv überrascht von dieser Serie, dass ich echt froh, dass ich mir die Tütchen hier bestellt habe. Ne? Einfach mal zum Angucken. Ich habe nichts erwartet und dann wirst du echt positiv überrascht. Ne? Auch das hier hinten, kurze Schwänzchen, ist aber nett gemacht. Ist wirklich nett gemacht. Den kann man doch angucken, oder? Was meint ihr? Ich find's bombig. Auch natürlich dick mit Sand gefüllt. Ne? Wenn ich hier ein bisschen quetsche, ja, dann wird er wieder extrem eiförmig. Aber er wird halt ein bisschen schmäler. Also das ist nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Und ja, guckt es euch an. Er bleibt halt ganz einfach stehen. Ne? Auch wenn er wackelt, der Junge bleibt stehen. Ja, wie super, super. Also ich bin hier echt baff. Super cool, super cool. So, hier, ich stelle hier nochmal den Velociraptor gegenüber. Ja, er bleibt halt nicht stehen, ne? Ja, und er kippt hier sogar runter. Junge. Okay, komm, nochmal, zweiter Versuch. So, ne? Ist zwar zu hoch, aber ihr seht es halt wenigstens mal komplett von den Proportionen her. Das ist doch super cool. Ob ich die anderen auch so locker aufstellen kann, das ist halt echt die Frage, ne? Wenn es geht, ja, dann werde ich zum Schluss hier auch nochmal alle aufstellen und 360 Grad drehen lassen, aber
Ja, wir haben ja noch mal 6 Tüten. 12 insgesamt habe ich bestellt. Das war jetzt 6 Tüten, die ich ausgepackt habe. Keine doppelten bisher, was der Wahnsinn ist. Wie schon gesagt, es fehlt noch der Parasaurolophus und der Mosasaurus. Ich bin extrem gespannt. Ansonsten haben wir hier bis jetzt einen nach dem anderen rausgefischt. Geil wäre natürlich noch dieser T-Rex hier, das Special mit Goldeffekt und Glow in the Dark. Überhaupt müssen wir dann gucken, ob der Brachiosaurus hier im Dunkeln leuchtet. Ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nicht probiert. Ich habe aber hier meine UV-Lampe. Da können wir dann schauen, ob er leuchtet oder nicht. Also, dann würde ich doch mal sagen, was das dazu? Bleib sitzen, Junge. Hier seht ihr auch mal gleich, wie er von vorne aussieht, ne? Velociraptor. Also ein ziemlich breites Gefährt hinten, extrem breit, aber ja, von der anatomischen Korrektheit geht hier, glaube ich, niemand aus. Von dem her ist es schon okay. Es ist Spielzeug, es sieht cool aus, wie ich finde, macht Spaß damit zu hantieren und ich habe keine komischen Finger mit irgendeinem Gummibezug oder Belag oder sonst was und es riecht wirklich 0,0. Also sehr, sehr, sehr angenehm. Das ist super, ne? Super. Ganz dickes Lob an den Hersteller, an die Leute hinter den Figuren. Cool gemacht. Das muss ich hier wirklich abermals sagen. Sehr, sehr, sehr schön. Gefällt mir. Ja, ich bin gespannt, was wir in den nächsten Tüten rausholen. Wenn ich jetzt hier reinfasse, habe ich hier einen ultra dicken Brocken drin. Also das könnte, keine Ahnung, nochmal ein T-Rex sein? Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Wir werden es uns beim nächsten Mal anschauen, ne? Ich lege mir das hier auf die Seite. Das gibt die nächste Tüte, die wir hier öffnen. Und vielleicht, ne? Er hier. Das wäre natürlich der absolute Wahnsinn, wenn ich hier eine rare Figur ziehe. Das wäre, wow, das wäre der Hammer. Ja, Leute, ansonsten würde ich sagen, sind wir hier wieder durch. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Falls ihr auch schon Figuren aus der Serie habt, ja, ganz viel Spaß damit. Falls nicht, wie schon gesagt, ein Tütchen kostet 3,99 € und ihr kriegt hier schon ordentlichen Brocken. Ja, also das ist okay. Auch der Velociraptor, absolut in Ordnung. Du erwartest hier gar nicht mehr. Und was du hier kriegst, ist einfach Spaß. Wenn du Freude an Gummifiguren, am Stretchen, am Quetschen etc. hast, kannst du hier gar nichts falsch machen. Und wenn du Dinos magst, dann schon gleich gar nicht. Okay, dann danke fürs Reinschauen, danke für euer Interesse. Wir sehen uns wieder. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Rupi. Yay! Yeah.